Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim The Elder Scrolls Teil 5. In der letzten Folge haben wir uns den Sturmmänteln angeschlossen und sind jetzt Mitglied in dieser Gemeinschaft. Und bevor wir jetzt weitermachen mit dem, was wir eigentlich machen sollten, habe ich mit euch was anderes vor. Wir schauen einfach mal hier auf die Karte. Da sieht man nämlich, hier müssen wir eigentlich hin. Und zwar nach Khor Phan Yunt. Da sollen wir Galma treffen. Aber das möchte ich mit euch noch nicht machen. Mit euch möchte ich erstmal was anderes machen. Zuallererst, wenn ihr euch noch daran erinnert, unsere Taschen sind voll. Ich habe jetzt was auf den Boden geschmissen. Wir können jetzt wieder ganz normal laufen. Nichtsdestotrotz sind die ganzen Taschen voll. Und deswegen reise ich jetzt mit euch gemeinsam nach Weißlauf. Dort ins Briesenheim. Und da werde ich dann erstmal wieder meine Taschen etwas leeren. Und ich sehe auch gerade, das Wetter ist sehr, sehr schlecht heute. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Wir suchen jetzt unser Zuhause hier, das Briesenheim, auf. Und da sind wir auch schon. Und wir stellen die Lydia auch wieder ab. Die kann hier wieder... Jetzt hätte ich schon beinahe gesagt, die kann sich wieder an den Herd stellen. Aber ich bin ja kein Unmensch. Ich bin immer noch da. So. So, kann ich die da irgendwie entlassen? Hier trennen sich unsere Wege. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Ja, ich habe dich auch sicher nach Hause gebracht oder etwa nicht. Okay, unsere Truhe müsste hier oben stehen. So, und da ist er auch schon. Da können wir jetzt hier wunderbar das neue Inventar begutachten, was immer noch diese Fehlermeldung ausspuckt. Aber da hatten wir ja schon gesagt, das macht gar nichts. So, wir gehen jetzt erstmal hier hin und legen da ein bisschen was ab. Und ich würde sagen, vor allen Dingen dieses Drachenzeugs, das ist nämlich sauschwer. Drachenschuppen hier. Das ist schon mal weg. Die Eisenpfeile können wir mitnehmen hier. Komm, die Bergblume, die packen wir auch mal zur Seite hier. Das Amulett, den Amethyst. Ja, ich weiß auch nicht, was heute mit meiner Stimme los ist. Irgendwie habe ich heute schon den ganzen Tag so einen Frosch im Hals. Und das, wo ich heute den ganzen Tag Zeit habe zum Aufnehmen, das ist schrecklich, ist sehr, sehr schrecklich. Da hat man einmal Zeit und dann ist sowas im Hals... Und man kann nicht richtig reden. Naja gut, man wird's überleben. Fellpanzer, Handschuhe. Ach komm, das ist doch alles Crap. Ich glaube, das verkaufe ich hier. Das kann man wegtun. Das Gewicht. Das Gold hat kein Gewicht, das kann man mitnehmen. Den Granatstein. Ups, jetzt habe ich Scheiße gemacht. Jetzt habe ich es aus Versehen gegessen. Naja, ist auch egal. So, das Fleisch packen wir auch weg hier. Wie viele? Alle am besten. 6 Stück. Den Hut, komm, wegpacken, kaiserlicher Helm, wegpacken, alles wegpacken hier. Kohl. Den Amethysten können wir auch wegpacken. Hätte ich vielleicht doch offscreen machen sollen. Ist jetzt eigentlich auch egal. So, den Rubin, komm, den packen wir auch nochmal weg hier. Die Schlüssel nehmen wir alle mit. Okay, das sollte jetzt erstmal reichen. Wir haben uns jetzt leider gerade vergiftet. Aber ist egal. Tja, schon wieder geräuspert hier. Ist unglaublich. Irgendwas ist mit meiner Stimme heute los. Ich werde doch nicht etwa krank werden. Habe ich der Lydia nicht gesagt, sie soll zu Hause bleiben? Ich gucke jetzt nochmal. Die rennt mir hinterher. Ich habe gesagt, du sollst daheim bleiben. Was ist denn mit dir los, Lydia? Ich gebe euch Deckung. Hast du hier so ein paar Probleme mit dem Gehorsam? Wie ihr wünscht, Tane. So, und weh, die rennt mir jetzt wieder hinterher hier. Das kann doch nicht sein, Leute. Hier, was ist denn hier mit der los? Alles nicht so einfach. Und die ist jetzt bestimmt auch garantiert wieder mit dabei, wo ich jetzt die Stadt verlassen habe. Natürlich. Da steht sie auch schon. So, jetzt leck's mich am Arsch. Jetzt drücke ich mal hier auf Wart hier. Wie ihr wünscht, Tane. So, schauen wir mal. Okay, die habe ich jetzt an der Backe. Okay, Lydia. Ja, dann ist es halt so. Dann wirst du uns jetzt begleiten. Okay, ich will mit euch was Besonderes machen. Und das habe ich gesagt. Ich habe eben nur mal gerade kurz meine Taschen geleert. Wir müssen... Wenn ich mich nicht irre, hier hin zu den Waldheimer Türmen. Da will ich mit euch hin.
So, und sollte es jetzt Nacht sein, dann werden wir uns auch nochmal ein paar Minütchen hinstellen und warten, bis die Nacht wieder vorbei ist, damit wir was sehen. Da will ich euch was zeigen. Etwas Wundervolles. Was ist denn hier los? Wo kommen denn die ganzen Pferde her? Hallo? So, du bist jetzt mein Pferd. Dankeschön. Und was ist mit dir hier? Haut ab. Okay. Komisch. Dieses Pferd ist uns doch in der letzten Folge schon begegnet. Das war doch auch so ein weißer Schimmel oder wie man das nennt. Keine Ahnung. Also, manchmal glaube ich, das Spiel will mich hier irgendwie so ein bisschen auf den Arm nehmen. Keine Ahnung. Aber ist auch egal. Denn ich wollte mit euch hier hin. Beziehungsweise ich wollte jetzt mal nach der Uhrzeit schauen. Wir haben hier 11.17 Uhr am Morgen. Das heißt, wir brauchen uns nicht schlafen zu legen. Das wäre etwas komisch. Aber wir müssen hier weiterreiten. Das Wetter ist zwar scheiße, aber was will ich machen? Ich könnte mich jetzt hier noch einen Tag hinstellen und in der Hoffnung, dass morgen vielleicht schönes Wetter ist. Aber das dauert mir jetzt zu lange. Und das ist auch völlig egal. Wir müssen einfach nur hier geradeaus hinreiten. So, ich höre da die Lydia hinter mir entlang rennen. Ich schaue gerade nochmal zurück. Ah, da läuft sie. Ja, die hört nicht meine Lydia. Aber warum soll es mir hier in echt, warum soll es mir hier im Spiel anders gehen wie in Wirklichkeit? Da hört auch nie eine Frau auf mich. Ja, wenn sie das jetzt hören wird, wird sie mich wieder schlagen. So, jetzt gehen wir mal hier den Weg weiter runter. Und da über die Brücke. Es kann natürlich sein, ihr kennt mich ja, dass ich jetzt wieder komplett falsch laufe. Aber das ist egal. Ich glaube, wir sind richtig. Da vorne habe ich schon was blitzen sehen. War da irgendwo... Da war eben Schatten. Das wird doch kein Drache sein. Naja. So, wer bist du? Freund oder Feind? Und immer wieder drücke ich auf die falsche Taste, bis ich es irgendwann in meinem Leben vielleicht nochmal merke. Seid gegrüßt, Bruder. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Der beste Skooma, der süßeste Mondzucker. Natürlich zu einem guten Preis. Natürlich zu einem ganz tollen Preis. Das scheint mir aber verboten zu sein, meine Liebe. Ah, ein Spitzel, was? Ich kann euch jetzt ja wohl kaum zu einer Wache laufen lassen, nicht wahr? Mhm. Haltet! Endlich still! Eigentlich wollte ich sie gar nicht verpfeifen. Aber so ist es auch recht. So, was hast du denn da dabei? Mondzucker, ne? Den werden wir uns doch jetzt mal mitnehmen. Schlafbaumsaft nehmen wir mit und Skooma nehmen wir auch mit. Alles. 6 Stück an der Zahl. Okay, das Gold nehmen wir natürlich auch mit, ganz klar. Und den Rest lassen wir hier bei dem kopflosen Leichnam liegen. Okay, da wollte ich aber gar nicht hin mit euch. Ich wollte, glaube ich, nach da vorne. Wenn ich mich nicht irre. Wo ist jetzt eigentlich mein Pferd hin? Sauhund! Du bist mein Pferd. Ich habe dich ganz offiziell und legal geklaut. Das ist unglaublich. Lydia, du stehst im Weg rum. So, ich glaube, ich muss hier runter. Komm, wir gehen da runter jetzt hier. Wo will der Kryo mit euch hin hier? Ich glaube, der Kryo weiß selbst nicht, was er tut. Ich bin, glaube ich, schon viel zu weit gelaufen. Oder ich bin ein bisschen bescheuert in der Birne. Das kann natürlich auch sein. Geh nochmal weiter hier am Waldrand entlang. So. Hier weiter. Hätte ich jetzt noch das Pferd, dann wären wir ein bisschen schneller unterwegs. Gerade eben sind wir da hingeritten. Jetzt reiten wir gerade wieder zurück. Das kann doch nicht wahr sein. Bin ich denn so bescheuert? Bin ich denn so blöd im Kopf? Ich hab's doch vorhin gesehen, ganz kurz. Wo ist es denn jetzt? Ja, ich verrate euch gleich, was es ist. Oder was ich meine vielmehr. Der Turm von Waldheim, das ist doch hier ganz in der Nähe. So, ich schaue jetzt mal auf die Karte. Das hat doch keinen Sinn. Oder es ist erst hier. Ich glaube, ich werde die ganze Folge dafür verwenden, euch zu zeigen. Euch nur den Weg zu meiner Örtlichkeit zu zeigen, die ich euch zeigen möchte. Ohne, dass ich euch die Örtlichkeit zeige.
Tja, aber ihr kennt mich ja, so ist es. Da vorne ist es doch, da ist das Häuschen. Mensch. Komm, wir rennen mal ein bisschen hier. Ich dachte eigentlich, dass wir eben schon zu weit sind, deswegen bin ich wieder zurückgelaufen. Aber wir waren gar nicht so weit. Das Häuschen ist hier irgendwo. Da unten müsste es sein. Da ist es auch. Da ist es auch. Da, das schauen wir uns jetzt nochmal an, hier in Ruhe. Da steht was. Eine kleine Hütte. Lydia, was sagst du zu unserem neuen Zuhause? Ich bin direkt hinter euch. Du bist direkt unter uns. Das ist schön. Ihr geht vor, ich folge. Ja, eigentlich solltest du zu Hause bleiben. So, geh mal, schwimmen mal hier rüber. Das müsste es sein. Gell, Lydia? Gell, wir waren schon mal hier. Wir haben das erkundet gehabt. So, da schauen wir jetzt nochmal rein. Das ist eine Mod, die habe ich mir installiert. Und mit Hilfe dieser Mod kann man sein eigenes Häuschen bauen. Das ist jetzt kein Cheaten oder so, denn wir müssen das Häuschen wirklich komplett selbst bauen. Das heißt, wir müssen Holz sammeln für das Häuschen, wir müssen allerlei andere Rohstoffe sammeln und Stück für Stück können wir dann dieses kleine Häuschen zu einem richtig großen Anwesen ausbauen. Und dazu müssen wir jetzt allerdings erstmal schauen, was da so rumliegt hier. Die Holzfäller-Axt, die nehmen wir mal mit. Die Holzkohle. Lorenz Baupläne. Jetzt, wo ich mich endlich niedergelassen habe, kann ich planen, was ich mit diesem Haus anfangen will. Gerüst, das Fundament. Gerüst und Fundament. Wir brauchen 16 Feuerholz und 9 Eisenbarren. Das Fundament und das Gerüst sollte einfach zu bauen sein. Die Steine sind schwer genug, um die Größe des Hauses zu tragen. Das Haus. Dafür brauchen wir 24 Feuerholz und 12 Eisenbarren. Nichts Besonderes, ein paar Nägel und Planken sollte für den Anfang ausreichen. So, da steht nichts dabei. Der Feuerplatz, das ist doch wohl der Feuerplatz hier. Da brauchen wir 6 Feuerholz, 12 Eisenerz, nicht wirklich zum Wärmen, aber ich will nicht im Dunkel tappen. Ja, und so können wir uns Stück für Stück dieses Häuschen zusammenbauen. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Ist ja auch uninteressant. Wir müssen jetzt erstmal das Fundament bauen. Okay, ich packe das jetzt mal weg. Die Frage ist natürlich, wie bauen wir das? Da ist noch ein Tagebuch. Ah, das Tagebuch, ja. Der 21. des Abendsterns 4E186. Endlich bin ich aus dieser schrecklichen Stadt Bruma raus. Da waren einfach zu viele Menschen, zu viele Kaiserliche, die in den Angelegenheiten uns Nords rumschnüffeln. Die in den Angelegenheiten uns Nords rumschnüffeln, nach Himmelsrand zurückkehren, war die beste Entscheidung, die ich... 25. des Abendsterns 4E186. Ach so, machen konnte. Da oben steht noch was. Entschuldigung. Ich dachte mir eigentlich, ich kann ganz gut vorlesen, aber es gibt auch bei mir noch viel zu lernen. Hab ein paar kaiserliche Truppen auf den Straßen gesehen. Ich werde ihnen ein bisschen folgen und schauen, was sie vorhaben. Jetzt, wo ich aus Kyrodil raus bin, kann ich endlich was gegen diese verdammten kaiserlichen unternehmen. Wer befiehlt mir, wen ich anzubeten habe? Ich bete einem verdammten Baum an, wenn ich das will. Ach Leute, das lese ich euch nicht alles vor. Wir müssen jetzt irgendwie dieses Haus bauen. Irgendwie müssen wir dieses Haus bauen. Da ist doch ein Hackklotz. Ach, da können wir jetzt hier das Holz hacken, oder was? Komm, dann hack mal Holz jetzt hier. Und... Sehr schön. Ja, dann hacken wir mal ein bisschen, ne? Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie viel wir brauchen für das Fundament, aber es waren schon ein paar. Wir brauchen doch Feuerholz, oder war das etwa jetzt so ein bisschen falsch? Ich glaube, ich gucke besser nochmal ins Tagebuch. So, komm, jetzt machen wir Stopp hier. Nein, 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 nein. Du sollst aufhören. So, aber jetzt. Seltsam, dass er das letzte Holz ohne Axt geschlagen hat. Ne? Aber was mache ich mir da Gedanken? Okay, jetzt gucken wir jetzt nochmal hier irgendwo der Bauplan.
Da könnte ich mir jetzt doch hier bestimmt geordnet. Lorenz Baupläne, jawohl. Schauen wir nochmal rein. So, also für das Grundgerüst brauchen wir 16 Feuerholz und 9 Eisenbarren. Okay. Wie viel Feuerholz haben wir dabei? So, unter was ist das aufgeführt? Keine Ahnung. Müssen wir jetzt einfach mal suchen. Da, Feuerholz 8 Stück. Also 16 brauchen wir, ne? Da müssen wir jetzt noch ein bisschen hacken hier. Ja, der alte Holzfäller. Der alte Holzmischel, ne? 2. Merkt euch, Zahl 2. Und weiter geht's. 4. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Jetzt geht das schon wieder los. Es ist zum Verrücktwerden, Leute. So, komm. Schluss jetzt. Schluss jetzt. Da haben wir hier jetzt... Sind wir wieder am Schleichen? Aber hier ist das Baumaterial. Das heißt, ich kann da schon mal dieses Feuerholz reinlegen. Wenn ich es dann finde. Da ist es. 14 Stück. Ja, ablegen. Alle 14, jawohl. Gut. Das heißt, wir brauchen jetzt noch Feuerholz. Wir können uns wieder bewegen, weil ich das alte ja in dieses Fass gelegt habe. So, wir haben 14. 18 brauchen wir oder 16? Ich weiß es gar nicht mehr genau. So, hack los. 2 Stück. Jetzt haben wir 16. Und 18. Komm, mach. Okay. So, das legen wir wieder hier rein. Da muss ich da drauf gehen. Ich habe übrigens eine neue Maus. Das muss ich mir erst nochmal hier... ja, da bin ich noch nicht so ganz bewandert, weil doch die Form komplett anders ist wie meine alte. Und da braucht man, ja, erfahrungsgemäß brauchen wir da 2 Wochen, bis man da richtig durchstiefelt. Durchsteigt. Eher gesagt. Okay. Wie viel haben wir da jetzt drin? 18 Feuerholz. Jetzt brauchen wir noch Eisenbarren, ne? Wo kriege ich denn die her? Die liegen hier nicht zufällig irgendwo auch im Haus rum. So wie das, das Feuerholz. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Nee, Eisenbarren liegen da leider keine. Das ist doch schade. Hat sich da eben irgendwas bewegt? Ich habe doch irgendwas gesehen. Oder habe ich jetzt schon Halluzinationen? Da unten ist noch irgendwas. Da liegt doch noch mehr. Ja, wir müssen auf jeden Fall Eisenbarren besorgen, damit es hier weitergeht. Ich wollte gerade sagen, habe ich schon Halluzinationen? Ja, gestern Abend war ich irgendwie schizophren. Aber heute geht es uns beiden wieder besser. So, ich hoffe, das habt ihr verstanden. Denn ich habe selbst auch nicht verstanden. Okay, da haben wir eine Werkbank. Sieht so aus, als hätte ich die Urkunde von dieser Ruine gefunden. Saustall aufräumen. Oh, wir haben 2 Eisenbarren. Und wir haben nochmal 14 Feuerholz bekommen. Sehr schön. Wir lesen mal diese Urkunde hier. Hierdurch wird das Eigentum dieses Landes an denjenigen überschrieben, der im Besitz dieser Urkunde ist. Diese Urkunde ist anerkannt von der Kaiserlichen Kommission und der Ostkaiserlichen Händlergilde. Lentius Perini, kaiserlicher Offizier. So, die haben wir eingesteckt. Jetzt fragen wir aber wieder zu viel. Das heißt, ich werde jetzt mein Eisenbarrenzeugs nehmen und das Feuerholz ganz langsam hier wieder hochstiefeln. Mittlerweile ist auch dunkel geworden, wie ich erschreckend feststelle. Und das da in das Fass reinwerfen. Dann sind wir wieder leichter. Und ich glaube, dann muss ich doch nochmal zurück und mein Blunder verkaufen und ein paar Sachen in die Truhe legen. Aber das mache ich dann offscreen nach dieser Folge. Dass wir dann in der nächsten Folge hier weitermachen können. Ich überlege mir auch schon mal, wo man Eisenbarren herbekommt, damit es hier mal direkt losgehen kann. So, wir sind aber gleich bei der Truhe. Wo ist eigentlich die Lydia hin? Ach, die steht da hinten. Ach, das ist ja schön. So. Kryo. Eisenbarren 2 Stück ablegen, bitte. So, und jetzt hier noch das Feuerholz. 14 Stück. Alle 14. So, jetzt guck ich nochmal da rein. Was haben wir denn da drin? 2 Eisenbarren und 32 Feuerholz schon. Sehr schön. Wir sind nicht mehr überladen.
aber wir brauchen mehr Eisen. So wie die ganzen Leute, die Minecraft spielen und Eisen brauchen, brauchen wir jetzt auch hier in Skyrim Eisen. In diesem Sinne, ich lege mich jetzt hier mal in mein neues Zuhause. Naja, irgendwann soll es mal mein neues Zuhause werden. Und machen wir eine kleine Pause. Und wir sehen uns in Kürze wieder. Also macht's gut, bis dann.